Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind immer noch im Diebesnest und in der letzten Folge haben wir gesagt, dass es da eine Notiz von Schleicht Leise gibt und jetzt haben wir auch noch eine Notiz von Belsa, sehe ich gerade. Ihr habt das Tamrit-Lager gerettet und Resal Jul getötet. Ich hoffe, ihr habt ihn ordentlich leiden lassen. Ja, ich kann mich an den Namen erinnern, aber mehr jetzt gerade nicht mehr. Wir nehmen jetzt erstmal die Notiz von Schleicht Leise. Gameplayerin, es hat sich eine persönliche Angelegenheit ergeben, die einen behutsamen Umgang erfordert. Es geht dabei um eine alte Freundin und einen Vorfall aus der Vergangenheit, den wir endlich hinter uns bringen müssen. Da die Lage sehr delikat ist, kann ich nur die Hilfe einer höchst vertrauenswürdigen Gefährtin brauchen. Daher wäre mir eure Unterstützung sehr willkommen. Trefft mich beim Velmont Herrenhaus, damit wir die Einzelheiten besprechen können. Schleicht Leise. Ich sollte Schleicht Leise im oberen Viertel von Abers Landung treffen. Hütchenspiel. So, die möchten, dass wir diesmal hier durchgehen. Das machen wir auch. Und da ist er jetzt wieder. Warum ist der jetzt da? Haben wir denn noch eine Sache von ihr wahrscheinlich? Oh Gott, wir haben so viele Aufträge. Eieieiei. Okay, wir fangen aber jetzt erstmal mit Schleicht Leise an. Wie komme ich denn hier am besten wieder raus? Ich weiß, hier ist auch noch ein Auftrag. Ich muss da eigentlich da hinten hin. So. Von hier aus, glaube ich, kann ich ganz gut reiten. Im oberen Viertel. Das heißt, wir müssen noch ein Stück weiter hoch, ne? Ja, das sieht gut aus. War das hier? Ah ja. Hi. Seid ihr bereit, mir bei dieser persönlichen Angelegenheit zu helfen? Das ist das Herrenhaus der Familie meiner alten Freundin Annaes Velmont. Es ist genauso groß und reich verziert wie bei meinem letzten Besuch. Erzählt mir mehr über diese alte Bekanntschaft. Annaes, wo fange ich da an? Ich wurde von Annaes und ihrer Familie aufgenommen, als ich nach Abars Landung kam. Ich schulde ihr und den Velmonts so viel. Meine Manieren, meine feine Sprache, meinen Sinn für Mode. Aber ihr habt sie seit langem nicht mehr gesehen? Die Zeit vergeht, die Dinge ändern sich. Als die Familie eine längere Reise nach Schwarzmarsch unternahm, entschied ich mich zum Bleiben. Sie wollten sich um geschäftliche Angelegenheiten kümmern und ich streifte durch die Straßen von Abars Landung. Schließlich fand mich die Gilde und nahm mich auf. Ihr seid also hier aufgewachsen? Ich wurde hierher gebracht, als ich noch sehr klein war. Annaes und dem Velmont-Herrenhaus gelten meine ersten Erinnerungen. Annaes und ich wuchsen Seite an Seite auf. Wir waren die allerbesten Freunde. Bis die Familie nach Schwarzmarsch aufbrach, waren wir ständig zusammen. Wir standen uns so nahe. Was ist mit eurer agonischen Familie geschehen? Ich habe nie daran gedacht, danach zu fragen, wisst ihr? Annaes sagte mir, ihr Vater habe mich vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Aber genaueres hat sie mir nie erzählt. Die Velmonts waren sehr gut zu mir. Abgesehen von der Gilde kommen sie dem, was ich meine Familie nennen könnte, noch am nächsten. Dann ist es also schon ein Weilchen her, dass ihr eure eigene Freundin, Freundin gesehen habt? Ich war kaum in meinen Jugendjahren, als die Familie fortging. Sie wollte, dass ich sie begleite, aber ich konnte doch nicht die einzige Heimat verlassen, die ich je kannte. Ich schlich mich in der Nacht davon und habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt ist Annaes zurückgekehrt, um das Herrenhaus der Familie wieder in Besitz zu nehmen. Was soll ich tun? Soweit ich weiß, hat Annaes seit ihrer Rückkehr angefangen, Erkundigungen über mich anzustellen. Es liegt auf der Hand, dass ihre Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit verhindern, dass sie die Vergangenheit ruhen lässt. Wir müssen ihr diese Erinnerungen stehlen, vorzugsweise ohne dabei erwischt zu werden. Ihr wollt eurer Freundin aus Kindertagen etwas stehlen? Die Vergangenheit kann eine Kette sein, die uns an einem bestimmten Ort festhält. Ich kenne das.
Ich will Anaes lehren, dass sie ihre Erinnerungen loslassen, mich vergessen und ihr eigenes Leben weiterleben soll. Sobald wir diese Dinge gestohlen haben, die übrigens alle dereinst mir gehörten, wird sie nicht mehr nach mir suchen. Wonach suchen wir? Andenken. Juwelen, die Anaes aus meiner Schlüpfschale und den Schuppen meiner ersten Häutung herstellen ließ. Jetzt, wo ich es laut ausspreche, klingt es nur noch seltsamer, dass jemand abgelegte Teile meines Körpers behalten hat, wisst ihr? Wird so etwas häufiger gemacht? Habt ihr eine Ahnung, wo sie sie aufbewahren könnte? Das Velmont-Herrenhaus ist ein großer Ort. Warum schaut ihr nicht in der Küche und auf dem Hof nach, während ich die Zimmer der Familie durchsuche? Trefft mich dort, sobald ihr fertig seid. Dann verschwinden wir gemeinsam von hier. In Ordnung, ich bin bereit. Tun wir es. Wie die Schatten, meine Freundin. Wir müssen in das Herrenhaus rein und wieder raus, ohne viel Trubel zu veranstalten. Und ohne gesehen zu werden. Abgemacht? Ja, ich wusste, ich hätte mir lieber einen Assassinen machen sollen. Aber gut, wir haben jetzt nun mal einen Templer, ne? Das habe ich immer gehasst, weil wenn man die Leute nicht umbringen kann, ist das hier doch ein bisschen hardcore teilweise. Es fühlt sich so seltsam an, wieder hier zu sein. Halten wir uns nicht lange auf. Suchen wir diese Andenken und verschwinden von hier, bevor uns wer bemerkt. Boah, geh in die Ecke, komm. Ich weiß nicht, bis wo das hier geht. Hallo Hundi, du verrätst mich doch nicht, oder? Jetzt soll ich wieder raus. Ein Ring, der ist höher. Und dann ist das zweite wahrscheinlich draußen, nehme ich mal an. Okay. Schnell wie der Wind wieder runter. Du darfst ruhig weiter essen. Findet das Armband auf dieser Höhe. Das ist hier sogar. Lalalala. Ich bin doch gar nicht da. Hier kommt man dann noch ein bisschen zu nah da hinten. Ich weiß ja nicht, bis wo der jetzt genau läuft. Und dann müssen wir gleich rechts durch die nächste Tür durchgehen. Was sehr blöd ist, weil die Tuse da hinten nämlich die ganze Zeit da drauf guckt. Das heißt, eigentlich müssten wir gucken, dass wir durch die Mitte gehen. Was aber nicht gehen wird. Ja, das heißt, die sehen mich jetzt auf jeden Fall. Ja, dann kriege ich halt ein bisschen Kopfgeld. Die Wache ist auf dem Weg. Raus, ja, ja. Schurkin! Ist zwar blöd, aber was soll's. Wie gesagt, wenn man die nicht umbringen kann, ist das immer so ein bisschen... das ist wieder höher... Oh, schleicht leise. Mein Amulett ist dort drin. Nein. Hättet ihr was dagegen? Meine Herrin wird außer sich sein. Es gibt dort drin einen jungen Argonia. Er beunruhigt mich. Ja, mich auch. Das Problem ist, dass... noch eine Sache, bevor wir gehen. Ich ihn diesmal nicht umbringen kann. Ja, bitte hier draußen. Anaes und ich haben uns vom Balkon aus immer angesehen, wie die Sonne untergeht. Das möchte ich noch ein letztes Mal erleben, bevor wir damit abschließen. Okay. Dann schmuggeln wir uns zum Balkon rüber. Der ist hier. Ah,
genau wie in meiner Erinnerung. So wundervoll. Anas und ich schlichen uns oft hier raus und sahen zu, wie die Sonne untergeht. Das waren meine schönsten Zeiten. Und doch seid ihr davongelaufen. Ihr habt mich verraten und ganz allein gelassen. Benimmt sich so ein geliebtes Haustier? Anas, ich habe nicht... Ihr hättet nicht hier sein sollen. Ihr wart mein Freund. Wir hätten noch so viel gemeinsam unternommen. Und dann habt ihr euch fortgestohlen, wie ein Dieb in der Nacht. Und so kehrt ihr also zu mir zurück, indem ihr meine Besitztümer stehlt? Was sagt ihr da? Ich verstehe nicht. Und ihr? Ihr seid genauso schlimm wie Schleichtleise. Was gibt euch das Recht, in mein Haus einzubrechen und meinen Besitz an euch zu nehmen? Ich sollte nach der Wache rufen und euch beide eine Lektion erteilen. Die Familie Wilmund mag keine Diebe und Verräter. Wie könnt ihr nur so mit Schleichtleise sprechen? Ich dachte, ihr beide wärt Freunde. Freunde? Vielleicht, als wir Kinder waren und es nicht besser wussten. Aber diese Echse ist mein Haustier und mehr nicht. Vater schenkte ihn mir, als ich noch ein kleines Mädchen war. Wie soll man denn sonst ein Haustier behandeln, das weggelaufen ist und unartig war? Wenn ihr das so empfindet, warum habt ihr dann nach ihm gesucht? Ich bin zurückgekehrt, um die alten Liegenschaften meiner Familie wieder in Besitz zu nehmen und um alte Angelegenheiten zu klären. Er ist immer noch mein Eigentum und ich will ihn zurück. Was euch angeht, so überlasse ich es der Obrigkeit, sich um euch zu kümmern. Ich habe keine Geduld mit jenen, die lieber stehlen als arbeiten. Schleichtleise ist niemandes Eigentum und bleibt ganz sicher nicht hier. Er möchte, dass ihr ihn einfach vergisst. Ihn vergessen? Er ist das Einzige, woran ich in den letzten Jahren gedacht habe. Wie er mich verlassen hat und wie er meine Liebe und meine Freundschaft zurückgewiesen hat. Nein, wenn er behandelt werden will wie eine böse Echse, dann muss es eben so sein. Ich habe schon nach den Hauswachen gerufen. Aha, jetzt auf einmal hat er ihre Liebe und Freundschaft zurückgewiesen? Ihr habt euch verändert, Anais. Entweder das, oder ich habe mich die ganze Zeit über getäuscht. Lebt wohl, meine alte Freundin. Lebt wohl? Ich glaube nicht. Selbst wenn ihr vom Anwesen entkommt, finden euch meine Handlanger und bringen euch zurück. Ihr gehört mir. Jetzt und auf ewig. Wachen! Nehmt diese Eindringlinge in Gewahrsam! Ich glaube, es wird Zeit zum Aufbrechen, hm? Schnell jetzt! Ja. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir müssen hier jetzt nicht weit laufen, oder? Oh, hier ist noch ein Buch. Nein. Das ist nicht gut, dass jetzt hier... Ah, der ist aber hinten. Da können wir weiter. So, sprechen. Im Nest. Dort können wir reden. Genau, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Das heißt, ich werde wieder das Übliche machen. Man sieht mich nicht mehr. Ich werde mich darum kümmern, dass ich mein Kopfgeld loswerde und der Wache da hinten nicht in die Arme laufe. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder. Komplett ohne Kopfgeld. Hoppala, dir wollte ich nicht auf den Kopf springen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, sie versuchen es immer wieder, auch wenn man schon davor steht und sich schon am Bewegen ist. Hier lang. Ja, nix hier lang. Mit dir muss ich nachher sprechen. Ich muss jetzt erstmal hier diese Sache abschließen. Ich muss jetzt erstmal Nachricht vom Welser, Brett für Aufträge. Jetzt bin ich ja total, Moment. Schleicht leise im Diebesnest auf der Seite. So, da ist er. Unser Treffen mit Anais entsprach ganz und gar nicht meinen Vorstellungen. Sie hat sich verändert. Oder womöglich bin ich auch derjenige, der sich verändert hat. Es kann so verwirrend sein, seine eigene Wahrheit zu finden. Ich dachte, ihr hättet gesagt, sie wäre eure Freundin. Sie war meine Freundin. Früher, da bin ich mir fast sicher. Wir waren ständig zusammen. Wir lachten, wir spielten, wir erforschten das Herrenhaus. Vielleicht habe ich sie im Stich gelassen, als ich davonlief. Hat sie das in dieses Geschöpf verwandelt, das mir kaum noch bekannt vorkommt?
Ich glaube, ihr wart ihr Sklave. Ich war ein Sklave? Nein, ich glaube nicht, dass einer von uns beiden wusste, was das heißt. Damals zumindest nicht, als wir noch Kinder waren. Ich glaube, ganz tief drin wusste ich es schon die ganze Zeit über. Deshalb bin ich davongelaufen, anstatt mit Anais nach Schwarzmarsch zu gehen. Haben wir irgendetwas erreicht, indem wir diese Andenken gestohlen haben? Natürlich. Wir haben Anais diese Erinnerungen weggenommen und die Andenken an meine Jugend geborgen. Und wir haben herausgefunden, wie tief meine Freundin gesunken ist. Ich muss nur noch herausfinden, wie ich ihr dabei helfen kann, die Person wiederzufinden, die sie einst war. Wenn sie mich nicht vorher findet. Meint ihr, Anais wird ihre Drohung wahrmachen und euch aufspüren wollen? Jetzt, da sie weiß, dass ich da bin, da erwarte ich, dass sie sich gleich doppelt anstrengt und jeden Vorteil nutzt, den man mit dem Gold ihrer Familie kaufen kann. So würde ich das machen. Übrigens danke, dass ihr mir hierbei geholfen habt. Sobald ich mich für eine Vorgehensweise entschieden habe, lasse ich es euch wissen. Ja, und wir erhalten eine Kopfbedeckung von Baharas Fluch. Das heißt, wenn wir unser Set komplettieren wollen... Achso, wir haben das letzte Mal auch noch nicht geöffnet. Moment. Den Hut, den können wir mal eben binden. Und irgendwo... Da unten sind auch noch die Beine vom letzten Mal. Die habe ich allerdings schon. Moment, das kann ich noch lernen. Die anderen Sachen brauche ich noch für die Main. Ja, das war jetzt nicht so besonders lange, aber ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, damit sich die Geschichten untereinander nicht vermischen und wir pro Folge immer in einer Geschichte bleiben. Das heißt, wir haben quasi noch zwei Sachen übrig, wenn ich das richtig gesehen habe. Eine Sache mit Velsa ist noch übrig und anscheinend ist noch eine Hauptgeschichte mit Saira übrig. Oh Gott, die ganzen Namen heute wieder. Die zwei können wir auf jeden Fall noch machen und dann hoffe ich, dass wir natürlich trotzdem danach auch noch weitermachen können. Ich sag erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.